Willkommen zurück zu Titan Quest. Nach einem ausgiebigen Gähner und einem bisschen Geräkle geht's jetzt auch weiter munter ans Werk. Hier sind ein paar Untote zwischen Käsen und was sollen wohl Grabsteine sein? Und ein paar von diesen kranken Federdingern, also. Ja, und diesmal mögen sie meinen Wolf. Ich glaube, der kriegt gleich, ja. Ordentlich einen auf den Deckel. Komisch, letztes Mal haben wir ihn komplett ignoriert, aber naja. Alles in allem soll es mir recht sein. Ah, ich sehe schon, es endet wieder genauso. Wieder einer von den untoten Assassinen, die irgendwie nicht so richtig assassinenmäßig drauf sind. Aber hier war eine Truhe. Da ist eine Truhe. Und ein Energietrank später ist schon Ruhe. Ich glaube, die Energietränke bringen mir auch einfach spontan Energie, statt dass ich statt dass ich dann eine Regeneration bekomme. Und hier hinten ist Arcadia. Okay. So. Arcadia kenne ich. Also irgendwoher kommt mir dieser Name bekannt vor. Ich meine, der wurde in irgendeinem anderen Spiel auch schon mal benutzt für irgendwas. Könnt ihr mir sagen, wenn ihr es wisst, wo der Name Arcadia kommt. Es gibt jedenfalls Arcadias Kupferkessel in Skyrim. Och, lasst doch mal meinen armen Wolf in Ruhe. Was hat der euch denn getan? Naja. Jetzt aber Ruhe. Danke. Ich weiß ja auch nicht, er heißt Frostlich und womit schießt er? Feuerbälle. Wie viel Sinn das jetzt wirklich macht, ist fragwürdig. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Aber echt nicht hoch? Okay. Die Treppe da ist wohl nicht für meinen Charakter zu bewältigen. Windet ein bisschen. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr, aber ich habe die Abkühlung sehr gerne. Moment, was wollte ich noch? Genau. Einen Gesundheitstrank auf die Taste da legen. Da komme ich leichter dran und im Notfall habe ich dann den Gesundheitstrank schneller. Ja, seht ihr, da schießt der Frostlicht dann tatsächlich mit irgendeinem Frosteffekt. Das macht ja Sinn. Leider muss man auf das Gold auch hier noch klicken, also anders als in moderneren Spielen des Genres. Hebe ich Gold nicht automatisch auf, indem ich drüber laufe. Das war eine Falle. Das nicht. Das auch nicht. Also es gibt welche, die sind leer, welche, die enthalten Fallen und welche, die enthalten Gegenstände. Ich glaube, dass es allerdings tatsächlich keine gibt, wo einfach nur Gegner rauskommen. Obwohl das ja gerade in einem
Dungeon, wo es offensichtlich Untote gibt, Sinn machen würde. Aber vielleicht gibt es die auch und ich erinnere mich nur falsch. Ist nicht völlig auszuschließen. Okay, hier sind irgendwelche Rattenmenschen wieder mal. Hatten wir auch schon mal. Aber bisher waren es recht wenige, glaube ich. Hier sind jetzt schon ein paar mehr. Und so. Okay, im Laufen zu versuchen, den Wolf zu verzaubern oder zu buffen, klappt nicht so. Im Grunde genommen brauche ich nicht so viele Heiltränke, wie ich habe, aber nur dann fange ich an, sie zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie man hier Stacks trennen kann, aber irgendwie geht's bestimmt. Immer nur das gelbe Zeug. Ich finde ja irgendwie, gelb ist keine schöne Farbe für verzauberte Gegenstände. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, also. Ich finde die Abstufung irgendwie grün zu blau zu golden oder so schöner als das gelb, als das irgendwie schwach, am schwächsten verzauberte zu haben. You can't carry anymore. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte genau das hier. Da war wieder eine Falle drin, diesmal eine Feuerfalle. Und ihr kennt es ja inzwischen. Ab in die Stadt. I'll hold your things for you. Plus 6% Giftschaden habe ich jetzt schon. So long! Good morning, friend. Angriffsgeschwindigkeit. Das ist noch ein bisschen wichtiger, glaube ich. Jo. Ich bin hier. Das Zeug, ja, die Farbe meiner Tunika kann ich ändern. Die konnte ich bei der Charaktererstellung auswählen. Die ist allerdings. Ich fand das so sinnlos, dass man das gerade einstellen kann. Das ist die einzige Charakter. Ja, Individualisierungsmöglichkeit, die man hat. Die Tunika-Farbe ändern. Und das Geschlecht. Aber. Ich fand das so sinnlos, weil man irgendwie die Tunika fast nicht sieht. Okay, ein paar Skelette, auch ein paar mehr. Ich sehe schon, mein Wolf zerlegt es gleich wieder, aber naja. Wer sich in Gefahr begibt, erzählt man sich ja, ne? Vielleicht sollte ich dann doch den Mod, dass ich mehr Drops aus Truhen kriege, wieder rausnehmen. Also die Veränderung. Ich finde es zwar eigentlich... Nee, ich weiß nicht. Eigentlich gefällt er mir. Aber ich hätte ihn halt gern so, dass er nur auf Boss-Truhen wirkt. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Weil nach Boss-Truhen hat man halt manchmal echt eine... sehr blöde Belohnung. Und ich meine, ich möchte natürlich nicht, wenn ich einen Boss besiegt habe, beim ersten Mal die absolute Imba-Ausrüstung bekommen, aber was halt schön wäre, wäre, wenn man wenigstens so
mal ein Item findet, was man brauchen kann. Und ich glaube, im ersten Spieldurchlauf waren die Boss-Truhen-Drops sehr enttäuschend. Ah, hier sind wir durch. Wunderbar. Aber immerhin ist es so, dass in diesem Spiel hier ganz normale Gegner starke Gegenstände haben können. Also ja, wenn ich das entsprechend einstellen würde, dass ich alle niedrigstufigen Gegenstände, also auch noch gleich gelbe und grüne aus dem Spiel entferne, dann würden die Gegner hier alle nur mit legendären Waffen rumrennen. Die Chance ist halt standardmäßig sehr gering. Und das wäre dann auch meiner Meinung nach nicht mehr spaßig. Also hohe Rate ist okay, aber... Oder leicht erhoben. Also dadurch, dass ich die grauen Gegenstände entferne, ist die Rate... Ich weiß nicht. Ein Prozent höher oder so? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein bisschen häufiger. Oh, die Essenz von Zeus Blitz. Gucken wir uns nochmal, was das anrichtet. Blitzschaden, okay. Hätte man sich natürlich denken können. Ich bin mal was, ja, sorgloser mit meinen Heiltränken. Ihr seht, ich habe schon 85 davon. Ich denke, ich kann es mir leisten. Ich glaube, das Umland habe ich damit erkundet. Und dann geht's hier oben weiter, ne? Du schon wieder. Und ein Wildschweinreiter. Bisschen mehr Federzeug wäre mal. Gefieder wäre mal wieder gut. Ich weiß auch nicht, die waren irgendwie immer sehr selten. Also diese, ja, Talisman-Dinger. Hier scheinen doch einige von den Viechern zu leben. Also sowohl Harpien als auch wieder die Krähen und generell Federvieh. Nur Gefieder droppen wollen sie nicht. Zis, zis, zis. Megara Bluff, okay. Oh, die habe hier da kein Blitze zaubern. Das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung gehabt.
und ein Heilbrunnen. Sehr schön. Also ist jetzt nicht die Sorte Heilbrunnen, wie man in vielen anderen Spielen hat, dass ich den anklicke und voll geheilt werde. Es sind diese Wiederbelebungspunkte halt. Hatte ich ja erklärt. Aha. Und Level Up hat sich auch noch gefunden. Schon wieder. You can't carry anymore. Zumindest you can't das. Carry anymore. Das da geht noch. Na gut. Wenn Inventar voll, dann muss ich in die Stadt. Ach so, ich hätte natürlich das Federzeug jetzt auch mal mitnehmen können. Andererseits braucht das auch nur einen Platz. Das wird vermutlich nicht den Unterschied machen. Forgot something? Das bringt nur mehr Rüstung, das will ich nicht. Schilde will ich eh nicht. Intelligenz, 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 Intelligenz. Kann weg. Gesundheit. Energieregeneration. Na. Na. We shall see you again, I hope. Einlagern tue ich dann irgendwie beim nächsten Mal wieder. Ist ja jetzt, glaube ich, auch nur einer von diesen Zeus-Blitzen. Das hat den Nachteil an Stäben. Die nehmen 2x4 Platz im Inventar weg. Das ist so gar nicht so wenig, finde ich. Ich habe noch nie einen Charakter gespielt, der Stäbe benutzt, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die besonders effektiv sind, was das rechtfertigen würde. Oh. Maynard. Nennen wir sie einfach Marinade. Ich frage mich ja, warum die als Beast Man bezeichnet werden. Ich bin ziemlich sicher, dass das sowohl hier im Spiel als auch mythologisch Frauen sind. Wild gewordene, geisteskranke Frauen, die Männer töten wollen. Oder sagt mir einfach Frauen. Hust, hust. Ach ja, ich hatte ja noch ein Level-Up. Haha. Ich kann meinen Wolf verstärken. Oder meine Heilung. Ich pumpe einfach mal die Punkte in die Heilung. Dann hält sie nämlich jetzt inzwischen schon 6 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Und gibt nochmal eine erhöhte Regeneration. Also. Längere Haltbarkeit bedeutet, ich muss weniger nachcasten. Und Stärke und Geschicklichkeit, wie gehabt. Okay, ein paar Zauberinnen. Und hier ist ein komischer schwarzer Stein in der Dorfmitte, aber ich glaube, was genau es damit auf sich hat, erfahren wir nie. Aha, Küste von Megara. Na, ich erinnere mich an diesen Ort. Müssen uns jetzt hier noch durch ein paar Küstengebiete schlagen. Hoffe, wir finden bald mal einen Heilbrunnen. Denn wir nähern uns, wie ihr sicherlich sehen könnt, langsam
derzeit. Und ich möchte, wenn möglich, an einem Heilbrunnen Schluss machen. Bisschen Wrack. Ja, durch Wolf und meinen veränderten Standardangriff verliere ich relativ schnell Energie. Und der Wolf lebt hier nicht lange. Okay. Schade. Ich hatte den als relativ gut in Erinnerung. Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht muss ich nochmal höher skillen. Mich ein bisschen informiert. Welle besetzt man am besten mit sowas wie Heldenmut. Also Essenz von Achilles Heldenmut. Das war das Ding mit Schaden und Angriffsgeschwindigkeit. Ich finde übrigens, dass obwohl das Spiel ja seine Jahre auf dem Buckel hat, die Gegenden hier immer noch sehr stimmungsvoll gemacht sind. Also gerade dieser schöne helle Strand. Ja, irgendwie fühlt es sich halt wirklich an, als wäre es relativ warm und sonnig und strandig hier. Wohingegen dann irgendwelche dunklen Verliese auch relativ düster und kalt wirken. Also ich finde es gut gemacht. Trotz der natürlich beschränkten Möglichkeiten, die sich grafisch damals geboten haben. Seuchenvögel oder Pestvögel. Und ein paar untote, ertrunkene Soldaten. Und die Rüstung ist nutzlos. Sind zum Glück ähnlich schnell wie normale Zombies auch. Also gar nicht. Ich will nicht unbedingt herausfinden, ob mich diese Pestvögel vergiften können. Vermutlich können sie aber. Man muss das ja nicht immer so unbedingt herausfinden. Regenerationsschrein. Zack, ich hätte langsam mal gerne einen Heil. Also nicht einen Heilschrein, einen Heilbrunnen. Den Regenerationseffekt brauche ich gerade gar nicht. Tauchen wieder welche von den Ertrunkenen auf. Oh, hier waren diese Schildkröten. Ihr seht, sehr resistent. Nicht unbedingt gefährlich, also die machen halt relativ wenig Schaden, aber sie halten aus wie blöde. Und natürlich, Kleinvieh macht auch Mist, also auf Dauer tut das auch weh. Ich fand, das waren schon immer sehr nervige Gegner, einfach weil es dauert. Ihr seht ja, wie lange ich hier klicken muss, einfach gedrückt halten.
Okay, da ist eine Höhle. Das sollte ich mir vielleicht merken. Ja, egal wie, es ist jetzt 25 Minuten. Ich mache eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Titan Quest. Tschüss!